Servus und herzlich willkommen zum etwas anderen Video diesmal. Nicht aus dem LS, sondern von meinem ganz normalen Desktop. Jetzt habt ihr es wahrscheinlich eh schon im Titel gesehen. Wir starten ein Mapping-Projekt, in dem ich dann auch immer wieder mal was erklären werde, helfen werde, Fragen gerne in Kommentare, schauen wir vorweg. Und zwar können wir auf die Weichen. Ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, oder die einen oder anderen ist scharf, finde das bei meiner alten Weichen, die wo ich. Ja, vielleicht manche haben, dass da Probleme gegeben hat beim Wenden. Das heißt, wenn ihr einen Wender angeschaltet habt, ist noch nichts passiert, aber wenn ihr ihn abgelassen habt, dann ist alles total abgeschmiert. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich hätte jetzt auch schon in der Log geschaut, da war auch kein Fehler bei mir drin. Es ist trotzdem nicht gegangen, keine Ahnung. Ja, wenn du so einen Fehler hast, dann kannst du eigentlich die Map wegwerfen, deswegen mache ich einen neuen Umbau. So einfach. Schau mal kurz vorweg. Wenn euch das gefällt, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt Verbesserungsvorschläge oder so. Gerne eine. Grüße fix. Jetzt Discord los, immer wenn man Video aufnimmt. Ah, egal. Also auf jeden Fall schreibt es gerne eine. Lasst gerne ein Abo da. Ich möchte bis zum 6. Dezember, damit es noch 4 Tage. Unbedingt die 1000 schaffen, wir feiern jetzt noch. Lasst mich kurz nachschauen, 18 Abos, die wird man dann erst noch schaffen, wenn ich jetzt regelmäßig Videos bringe, oder in denen ich 4 Tage jetzt noch mit sauber Videos bringe, heißt, heute müsste halt Mittwoch sein, wenn ihr dieses Video seht. Genau, ich dazu, man labert man nicht ein, oder man labert man nicht lange umeinander. Die Videos werden dabei, wie lange werden es denn gehen, wie lange haben wir denn jetzt schon wieder dabei, wir haben jetzt wieder 2 Minuten haben wir dabei, das heißt, sie werden dabei so 10 Minuten circa gehen. Ja, ich möchte mir die Weichen bauen, das heißt, ich habe mir die Weichen runtergeholt, ich habe sie entpackt. Im Vorhinein da mir schon mal ein wenig Gedanken machen, wo sie für Gebäude hernehmen möchte. Und da habe ich jetzt noch einen Maststall. Der ist im Mod-Hub erschienen gestern, der Stable A ist es, das ist der mit dem Zaun, wobei man den schon ein wenig umgebaut habe. Da habe ich schon ein wenig was angepasst, kann ich noch schnell zeigen. Also, da müsste es ja vorher mal da hervor gespawnt. Dann habe ich jetzt da reingesetzt, dass der da herin spawnt. Unter anderem habe ich den Zaun entfernt, weil wir dann im GE einen Zaun hier sitzend. Was habe ich noch gemacht? Strawplane habe ich noch ein wenig angehoben, dass bei niedrigen Stroh auch schon ein wenig Stroh da liegt. Also wirklich nichts groß. Da war noch so ein Hahn im Tee, den habe ich noch weggemacht. Also, nichts groß. Wer sich ein wenig im GE auskennt, für den sollte das eigentlich kein Problem sein. Genau, von dem her, speichern brauchen wir es nicht. Von dem her, für eine Map brauchen wir, wenn wir Placeable nehmen aus dem Mod-Hub, brauchen wir kein Mod-Desk. Icon, da ich kein Store-Bild eigentlich brauche, können wir auch löschen, brauche ich nicht. Für mich ist wichtig, die 3D, Texturen, Seasons, ja, Store-Battle brauchen wir auch nicht. Können wir uns mal schnell anschauen. Braucht man aber eigentlich in der Regel nicht, weil ich möchte es nicht so machen, dass ich den Shop eintrag. Genau, und Stable B brauchen wir nochmal auch nicht, weil den habe ich nicht umgebaut. Wir brauchen eigentlich nur das da. Das heißt, wir haben jetzt da, wenn wir das mal mit Notepad++ öffnen, sehen wir jetzt da Textures. Oh, ich kann nur mal schmatzen, Alter. Und Seasons, das heißt, die bezieht sich auf die 2 Ordner. Wir brauchen zwar da nicht alle Texturen, glaube ich, oder doch. Ah, egal. Aber das ist eh nicht viel, was da ein MB oder Megabyte zusammenkommt. Von dem her macht das nichts. Wenn man 4-5 Megabyte, ist wurscht. Das heißt, wir kopieren uns jetzt das, ich kopiere es immer, man kann es ja ausschneiden und fügen wir es jetzt einfach mit den Weichen ein. Ist nicht die schönste Option, das weiß ich auch, aber ich bin einfach zu faul, dass ich dann Unterordner anlege und dann wieder die Pfade ändert zu den Texturen. Da bin ich einfach viel zu faul. Deswegen tue ich mir es einfach immer da rein, dann kann ich Texturenpfade in der Regel so lassen, wie es sind. Steuertexturen, das darf ich auch immer noch. Oh, muss ich mal noch updaten. Muss da auch immer noch nachschauen, wenn ich sowas mache, ob es Texturen hat. Genau, das einmal dazu. Dann da ich mal schauen. Schauen wir mal in die Map rein. Öffnet man uns die nochmal.
Kann man sagen, ein Museum im Hintergrund laufen, Alter. Schaut nie. Mal ganz spannend. Ich werde jetzt da ohne, also außerhalb vom Video eigentlich nichts weiterbauen, außer ich tue mal, fast ein wenig laut. Außer ich tue mal ein wenig Deko machen oder so, aber da in der Regel seht ihr alles, was ich mache. So, da haben wir. Da war die Hoffeier da. Da war die Hoffeier da. Wie gesagt, da ist jetzt nichts mehr. Ja, schon drum, aber kann man nicht ändern. Und ich muss wirklich mal updaten, der leckt irgendwie voll Gas, keine Ahnung. Muss ich gar nicht brauchen, da kann ich nicht erklären. Ich habe jetzt noch das so vorgestellt, dass wir mit diesem Gebäude noch dazu nehmen. Dieses Gebäude, dass wir das einmal mit dazu nehmen. Vielleicht baue ich dann auch noch Heulager ein, das weiß ich noch nicht. Aber das darf ich ganz gerne dazu nehmen, weil das Gebäude ist einfach eins von den schönsten Gebäuden im LS 19. Dann werde ich da wahrscheinlich noch ein Ding rein da. Na, sag's. Ein Schweinestall. Wenn es mal ausgeht. Und von ihm her ist das Gebäude natürlich absolut brauchbar. Das sind wir jetzt da wieder zurück, weil momentan brauchen wir es noch nicht. Und ich werde noch, weil das waren jetzt ein Bullenmast. Aber wir brauchen irgendwie Muttervieh. Viehzucht und deswegen werde ich noch den Stall dazu da. Ja. Absolut geiles Teil. Kann man nicht anders sagen. Gefällt mir super, super gut. Da kann man überhaupt nicht meckern. An dem Stall, der hat eigentlich alles, was man wegen braucht. Gut. Das da oder so werde ich noch anpassen oder der Hangar gleich da, aber im Grunde so jetzt eigentlich. Also nach Verdeo kommt einer rein, da kommt noch was einer hier vor der Bindelwaffe vom Goldboden TV, da ist so ein Geländer oder so, einfach für den Realismus dann einer wegen. Wird das auf jeden Fall noch angepasst. Genau, das sind jetzt einmal drei so Gebäude, die wo ich auf jeden Fall verbauen werde. Das müsste ich auf jeden Fall einmal klar sein. Oder im Klaren sein, auch wenn es noch auswärtig ist. Oder von einer anderen Map exportieren möchte oder so. Also ich darf mir das immer am Anfang erst machen. Vielleicht da noch so Silos oder so, dass ich noch so ein Silo verbaue oder so. Also es soll jetzt kein Mini-Hof nicht werden, aber es soll halt auch kein Riesen-Drum-Hof nicht werden. Oder das Gebäude da. Ah, es gibt so verschiedene Gebäude. So, jetzt brauchen wir aber erst einmal einen Standpunkt, wo man einen Hof bauen möchte. Also. Ich möchte meinen Hof nicht direkt ins Tal reinmachen, weil das ist langweilig. Passt irgendwie nicht. Da war es eine Möglichkeit, aber das ist halt so weitläufig. Kommt mir auch nicht so. Also die sind individuelle Vorlieben. Ich hätte schon gesagt, dass ich entweder da so her tue. Da. Oder dass ich nicht wirklich da auf versitz. Das ist aber dann wirklich schon hardcore. Weil da müssen wir dann Wege und so auch noch alles machen, also da ist dann schon mehr Aufwand dabei, deswegen werde ich wahrscheinlich da machen, vor allem auch wegen dem da, weil das, also das Szenario da finde ich absolut geil. Genau, ich werde wahrscheinlich meinen Hof da machen, da irgendwie so her, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also irgendwo auf jeden Fall da hinten. Wobei man da natürlich auch schon stark gefunden hat, wenn da noch irgendwie. Aber da ist die Fläche einfach leider zu klar. Ja, da müssen wir jetzt mal schauen. Vielleicht haben wir noch da her, da wo der alte schon gewesen ist. Der ganz am Anfang der Hof. Vielleicht haben wir noch da hier. Oder irgendwie da so einer oder so. Das muss ich noch überlegen. Genau, die Kuhweide da, die wird man auch noch umbauen. Weil die werde ich dann auch noch für meinen Hof weiter benutzen. Ja, wir haben jetzt bei 10 Minuten. Die erste Folge haben wir eigentlich noch nicht so viel geschafft, außer dass ich jetzt so mit gezeigt habe, wie man so ein Gebäude in eine normale Map beifügt. Ist aber auch noch nicht recht voll spannend gewesen. Aber
Ja, ich glaube, wir bauen da her. Ich glaube, da hinten kann es ganz cool werden. Oder ich baue halt, weil das hätte mir jetzt da auch ganz gut gefallen da. Da sind da wegen so einer Bau. Da her unten her. Weil da hätten wir da direkte Straßenanbindung. Da erinnert hätte es mir auch ganz gut gefallen. Ja, ich würde sagen, das überlege ich mir nochmal. Und für die erste Folge soll es das jetzt mit gewinnen sein. Wenn ihr euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und Daumen hoch in den Kommentaren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, schreibt gerne Kommentare, wo ihr sehen wollt, wo ihr euch mal zeigen sollt. Wo sie erklärt haben, möchtet vielleicht da. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, ciao.